So, jetzt zeigt der ehemalige Barkeeper uns mal, wie man das macht. Ich habe hier noch so ein Sushi-Kit bekommen. Wir haben jetzt Montag und das ist der erste Tag jetzt von meiner Geburtstagswoche. Richtig nice. Das Wetter soll diese Woche richtig scheiße sein. Deswegen, keine Ahnung, machen wir glaube ich viel drin. Hans hat sich voll viel so für mich ausgedacht, was wir so machen. Weil wir jetzt immer so machen, dass wir so eine ganze Geburtstagswoche machen. Also halt so, wenn er Geburtstag hat, dass ich ihm so voll die nächste Woche mache mit so, keine Ahnung, nächsten Sachen, die wir machen so. Habe ich richtig Bock drauf, auch das bei ihm zu machen, weil wir haben es jetzt erst jetzt bei mir halt angefangen. Auf jeden Fall fange ich jetzt erst an zu filmen, weil vorhin hatten wir noch Schule und dann haben wir noch Sport gemacht und ja, jetzt fängt es eigentlich erst irgendwie so richtig an, so keine Ahnung, das davor war jetzt nicht so irgendwie spannend, dass ich das hätte filmen können so. Bin auf jeden Fall schon voll gespannt, was wir heute machen, weil er meint irgendwie, dass meine Mom irgendwas beim Einkaufen oder so, glaube ich, mitbringen muss. Weiß nicht genau. Aber ja, lassen wir uns überraschen. Wie weit bist du? Ich muss noch warten. Wie lange muss ich noch warten? Stunde. Und was machen wir jetzt? Machen wir was zusammen jetzt? Wir gehen jetzt raus. Okay. Sag ich mal nichts dagegen, ne? Ich bin irgendwie immer ein bisschen neugierig, deswegen war ich gerade, also habe ich gerade eben so kurz in die Küche geschaut. Aber Hans hat auch die Tür nicht zugemacht, also konnte ich nicht wissen, dass ich nicht reinschauen darf. Und dann habe ich so eine Dickmann-Schachtel entdeckt. Nicht cool, geht einfach nicht. Und ich mag Dickmanns. Ja, das wollte ich eigentlich nur erzählen. Da habe ich schon einen kleinen Hint bekommen. War meine Frage für dich? Ja, wahrscheinlich waren die nicht für mich. Du kannst sie gar nicht essen, oder? Ja. Die sind doch mit Eiern gemacht. Ja. Die sind mit Eiern gemacht. Ich mache eine Ausnahme, genauso mit dem Alkohol. Alkohol. Ja, an meinem Geburtstag, weil Hans trinkt eigentlich keinen Alkohol, aber an meinem Geburtstag will er mit mir trinken. Weil er meinte so, ja, ich kann ja nicht alleine trinken. Ich habe generell voll geile Sachen für meinen Geburtstag. Meine Mama hat auch so Bionade gekauft und ich liebe Bionade voll. Und genau, wir haben... Ah, nee. Fall nicht! Genau, wir haben schon so ein Lillet gekauft. Damit will ich so ein. So. Ich will da so Minzblätter reinmachen. Und Beeren und so Sachen. Dass es so wie so ein Cocktail ist quasi. Finde ich sehr nice. Sieht auf jeden Fall richtig gammelig aus, wie immer halt, ne? Man kennt's nicht anders. Da ist der Schlüssel. Du siehst irgendwie fresh aus. Fresher als ich zumindest. Oha, das ist einfach eine Jeans an. Seltenheit. Und ja, wir gehen jetzt ein bisschen spazieren. Also, Hansilein ist gerade gekommen und meinte, dass ich jetzt runtergehen darf und es mir anschauen. Da sind wir aber mal gespannt. Wie süß. Was ist das da oben drauf? Sahne. Hast du zu viel Sahne übrig, oder? Ja. Oh. It's so pretty. Danke, Schatz. Delicious. Als nächstes hat Hans heute Abend auf jeden Fall geplant, dass wir so einen kleinen Spieleabend machen. Und ja, wir haben hier Monopoly und richtig so entspannte Musik. Ich weiß gar nicht, ob man die so hört, weil die ist gerade sehr leise. Aber ja. Hey Leute, ich bin jetzt schon wieder länger zu Hause und ich habe jetzt auch gleich Deutschunterricht. Wir waren jetzt gerade eben einkaufen und haben auch Hans zu sich nach Hause gebracht, weil der hat heute noch eine Fahrstunde. Und genau, der kommt dann nachher halt erst wieder zu mir. Und wir haben so Sekko auf jeden Fall gekauft für meinen Geburtstag. Gab richtig heftige Sorten da, wo wir waren. Und ja, ich habe halt so zwei jetzt mal mitgenommen.
Und dann haben wir noch voll die leckeren Joghurts. Ich glaube, da gönne ich mir gleich mal ein, weil ich ein bisschen Hunger und irgendwie, weiß nicht, kann ich glaube nicht bis zum Mittagessen warten. Also einmal haben wir den hier. Das ist so Hibiskusblüten-Deko. Dachte ich mir, wäre richtig geil auf jeden Fall. Und dann der zweite ist hier mit so Fruchtmark von so einem Pfirsich. Der sieht auch richtig lecker aus irgendwie. Freue ich mich auch schon voll drauf. Hey Friends, ich dachte, ich melde mich mal so zwischendurch. Ich hatte jetzt die ganze Zeit Unterricht und jetzt muss ich noch Aufgaben machen, weil ich bin immer sehr spät dran. Ich muss nämlich morgen noch zwei Fächer abgeben und ich habe irgendwie noch gar nichts dafür gemacht. Nice. Deswegen muss ich das halt jetzt noch machen. Und genau, weil wenn Hans kommt, dann hat er so eine Aufgabe heute wieder für mich. Beziehungsweise, also wir machen, glaube ich, irgendwas zusammen so. Und genau, dann will ich da nicht irgendwie was zu tun haben so. Das war ein bisschen doof, weil dann können wir es nicht machen. Und genau, deswegen, ich habe jetzt noch Englisch und Mathe, was ich machen muss. Und Mathe war, glaube ich, voll viel und oh, ich weiß nicht, die Aufgaben, die gehen da auch immer voll so über eine Seite oder so. Habe ich irgendwie jetzt nicht so Bock, aber ich glaube, ich fange mit Mathe jetzt mal an. Ja. Nice! All the things that I left, I regret for this. It won't be the same, yeah. I never felt this way, 'cause I want to come back and find my way. And I have to run and run away. I finally choose, yeah. 'Cause it feels like I'm wide awake and I'm standing in time. No one disappearing, looking for light. This is the time for you. Ich habe echt so gar keinen Bock mehr, jetzt noch irgendwas für die Schule zu machen. Das war jetzt so anstrengend. Oh, wir haben jetzt auch schon 16:47 Uhr. Und nee, Alter, ich habe keinen Bock. Ich kriege langsam schon Kopfweh, so, weil irgendwie manchmal ist es so, dass ich Mathe so übel gut verstehe. Aber jetzt gerade sitze ich davor und ich denke mir so, was ist das hier so? Keine Ahnung, irgendwie sind es gefühlt Aufgaben, die ich so noch nie gemacht habe oder so. Ich habe jetzt mal so viel gemacht, wie ich halt konnte. Aber ja, ich mache jetzt noch ein bisschen aus Englisch. Ich weiß nicht, ob ich das alles schaffe, aber mal schauen. Und ja, dann war es das auch für heute. Also, sehe ich jetzt gar nicht ein, noch mehr zu machen. Nee, aber ich meine, irgendwann demnächst, denke ich, auch kommt Hans dann. Und ich brauche dann einfach eine Pause, so, weil ich habe jetzt voll, also voll lange am Stück so durchgezogen. Ich weiß gar nicht, wie lange das war, aber schon lang so. Und ja, reicht jetzt auch wieder, ne? Also, so ein Opfer. Hauptsache, Hans hat gerade schon ausgeplaudert quasi, was wir heute machen. Er hat gesagt, ich kann raten. Und dann sagt er so, es hat was mit Wasser zu tun. Und ich denke mir so, ja okay, um diese Temperaturen, um diese Jahreszeit kann man jetzt nicht so viel machen. Ich habe es richtig geraten. Weil ich habe so gesagt, ob wir baden gehen. Und wir baden nachher. Nice. I like it. Ich habe gesagt, es kommt noch was, aber ich weiß nicht, was noch kommt. Ja, was Kleines. Was Kleines. Freue ich mich auf jeden Fall. Nice. Relax, relax. Das, was ich heute brauchen kann. Und jetzt gerade sind wir auf jeden Fall noch spazieren. Ach, so ein Vino würde ich nehmen, ja. Würde ich tatsächlich nehmen, ja. Sehr gerne, Hans. Sehr gerne. Auf jeden Fall, ja, gehen wir jetzt halt noch so ein bisschen spazieren, wie ist das. Und ja, lassen den Tag entspannt ausklingen, hm? Richtig schön hier. Richtig pretty. Die Sonne scheint richtig nice noch. Hä, die Sonne hat aber vorhin nicht so geschienen heute Mittag, oder? Ja. Ich glaube, ich mitbekomme, weil ich die ganze Zeit Mathe machen musste. Das Wetter ist richtig schön. Boah, guck mal. Ich sehe richtig so Golden Hour Girl aus. Pretty. Zeig mal auf mich. Was schaust du da so rein? Ich kann gerade kein Foto machen, es ist ein Video. Ja, danach mache ich ein Foto. Okay, also auf jeden Fall wollte ich sagen,
Hans und ich haben gerade überlegt, weil an meinem 18. trinken wir sowieso, weil ich meine, es ist mein 18. so. Und haben wir überlegt, ob wir so ein Say It or Shot It Video machen. Wahrscheinlich, ja, muss ich das dann eh schon gefilmt haben, bevor der Vlog hier online kommt. Ja, weiß nicht, generell. Content mit Hans kommt eigentlich immer ziemlich gut an, ne? Ich habe auch voll Bock, mehr so Mukbangs noch zu drehen, weil ich liebe Mukbangs. Und jetzt mit meiner neuen Kamera ist auch voll die nice Quali. Aber Hans hat nie so Bock drauf. Ich finde das immer voll cringe. Ist auch voll. Ist nicht cringe. Ja. Man muss halt essen, man muss reden, während man isst. Ja, aber ich finde es nice. Nee, ich möchte mich aufs Essen konzentrieren. Hä, aber guck mal, man kann so reden mit Essen verbinden. Und das ist beides, was voll cool ist. So. Beides macht mich glücklich. Ja, aber Hans redet generell nicht so viel. Also der ist ja manchmal ein bisschen shy und vor der Kamera glaubt noch mehr. Ist gerade gefurzt. Ich stehe gerade so stark. Ich sag gerade kurz, wer der Kuh ist, aber ich glaube, so hast du. Ja, wir sind jetzt gerade wieder auf dem Rückweg, also wir waren wirklich nur kurz draußen. Aber war auf jeden Fall sehr schön. Ich bin jetzt gerade eben gebadet, ich glaube so eine halbe Stunde oder so. Und Hans hat mir schon erzählt, was wir jetzt machen, weil wir machen heute so quasi so ein Spa-Day. Und jetzt machen wir uns auf jeden Fall eine Maske. Finde ich voll nice, weil ich habe echt ein paar Unreinheiten bekommen. Ich glaube, sieht man nicht, weil ich habe auch noch mein Make-up von heute drauf. Ist auch schon richtig abgebröckelt auf jeden Fall. Bisschen eklig. Aber ja, genau. Machen wir jetzt. Habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Meine Haut so ein bisschen zu clean. Vor allem, ich habe mein Bett von so frisch bezogen. Und dann mag ich das voll, wenn so mein ganzer Körper so richtig tiefengereinigt ist. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir haben. Guck mal. Ja, okay, wir haben 21.27 Uhr. Also so viel machen wir, denke ich, auch nicht mehr heute. Weil morgen ist ja auch wieder Schule. Also, ich schmink mich jetzt mal kurz ab. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir uns die Maske drauf machen. Jetzt sind die wieder voll am Stimmen. Mein Gott, ich bin ja ein bisschen später. Ey, guck mal, wie die da kleben, Alter. Die kleben auf Scheiße. Niemand macht so viele Geräusche dabei wie ich. Okay. Brauchst du noch Creme? Ja, nein. Wieso die benutzen die restliche, weil irgendwie habe ich nicht so ein großes Gewicht, dass es nicht aufpasst. Ich bin jetzt gar nicht okay, so weiß über mir. Ja, Alter, wie viel hast du da auch reingemacht? Ganz kurz. Hans sagt, bei mir ist nicht so weiß wie bei ihm, Alter. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Junge, das zieht doch nie im Leben ein. Hä, wieso nicht? Hä, das soll ja so pflegend sein. Bei mir ist das einfach eine normale Schicht. Hä, zieht das nicht ein, wenn es zu viel ist? Es ist halt zu viel. So, es ist halt wie wenn du, keine Ahnung, Feuchtigkeitscreme ins Gesicht machst und die so dick da reinmachst. Das ist das gleiche Ding. Ich denke, je mehr, desto besser. So eine fette Ölschicht. Nee, Alter, wie siehst du eigentlich aus, Junge? Das ist ja abartig. Ja. Ich lasse das jetzt einfach so. Ja, ich würde es dann abmachen so. Good morning in the morning. Hans und ich haben jetzt Unterricht und wir haben jetzt auf jeden Fall Mathe und müssen uns gleich so ein YouTube-Video anschauen. Und ja, wir haben jetzt irgendwie immer so Dreierstunden. Deswegen haben wir jetzt 3 Stunden am Stück. Und danach haben wir zum Glück dann eine Freistunde. Und dann haben wir noch 2 andere Fächer. Also wir haben jetzt gerade eine Freistunde und ich dachte mir so, nutze ich die Zeit, um Sport zu machen. Ich habe schon meine Sportkleider rausgesucht. Hans hat mir gerade eben schon einen Tipp gegeben, weil ich habe so gefragt, ob ich mich irgendwie umziehen muss oder so, weil eine halbe Stunde fängt es heute an. Und dann meinte er so, dass ich mir Sachen anziehen muss, die schmutzig werden dürfen. Und jetzt habe ich schon eine Idee, was wir machen. Ich glaube, wir malen irgendwas oder so. Du lächelst. Safe, wir malen irgendwas nachher. Kann ich mir gut vorstellen. Weil sonst kann man hier eigentlich nichts machen, wo ich schmutzig werden könnte. Jetzt geht's los. Ich hab's gewusst. Wir malen. Richtig cute, diese kleine Decke. Yes, yes. Was malen wir?
Okay, also wir haben hier einmal mein Ass, weil wir haben das so angemalt, weil wir hatten die ganze Zeit so eine Idee irgendwie, dass wir das so machen und das dann noch so, zum Beispiel ich will bei mir so Äste mit so Blüten dran machen. Ich weiß nicht, was Hans machen will, vielleicht mit Feuer oder so irgendwas. Aber keine Ahnung, irgendwie finde ich es voll nice. Jetzt kann ich seine kleinen Bäckchen hier weiter verzieren. Richtig nice auf jeden Fall. Ich habe halt auch die ganze Zeit schon so Kopfweh. Ich weiß nicht, wahrscheinlich gehe ich deswegen schon schlafen, wenn wir das fertig gemacht haben, weil irgendwie geht es auch nicht so weg. Und ich glaube, Schlaf wird mir schon helfen so. Hey Friends, ich habe mich gestern gar nicht mehr gemeldet, weil irgendwie war ich auch voll, keine Ahnung, voll fertig so. Ich hatte den ganzen Tag voll Kopfweh und mir ging es einfach nicht so gut. Aber auf jeden Fall kochen Hans und ich jetzt gerade, weil wir hatten vorhin, also wir hatten nur 2 Stunden Schule heute eigentlich. Und genau, ich schneide nebenbei noch mein Video. Und wir haben uns überlegt, so, wie heißt das, asiatische Nudeln oder Bratennudeln so zu machen. Eieieiei. Und sie kochen überall. Kannst du nachschauen? Wo nachschauen? Ja, zu den Sachen. Kannst du mir ein bisschen helfen so? Ja, ich helfe dir doch jetzt. Ich bin doch jetzt da. Kannst du mal schauen, wenn es so hoch ist. Hans sagt immer, dass er immer alles machen will und ich gar nicht mithelfen. Das hast du mal gemacht, als hast du die Speisesteine gerade nicht geholt. Und den Tofu. Ich trinke gerade nebenbei auch ein Food Diary. Da sage ich euch dann genauer, was das alles ist und so. Aber sehr nice auf jeden Fall. Wir machen jetzt eine kleine Radtour, weil das Wetter draußen richtig schön heute ist. Hieß irgendwie, dass die ganze Woche regnen soll, aber jetzt ist es richtig pretty. Deswegen gehen wir auf jeden Fall noch raus. Es war zwar nicht so geplant, aber Spontanität ist alles, ne? Und ja, genau. Gehen wir jetzt mal los, weil wir haben jetzt auch schon 16.20 Uhr auf jeden Fall. Voll süß, Hansilein hat uns hier so Mango mitgenommen, wusste ich gar nicht davon. Da stehen unsere Räder. Wir sind heute woanders, als wir letztes Mal waren. Die Sonne scheint auch richtig schön. Das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, nochmal rauszugehen. Sehr nice. Schmeckt echt voll lecker. Deliziös. Ich habe auch so einen Pulli an, weil es ein bisschen kalt ist. Ich habe auch noch so einen Top drunter. Aber es windet halt ein bisschen, deswegen habe ich den angezogen. Hauptsache, als wir hier angekommen sind, war ich so, ja komm, lass in den Schatten gehen, weil mir war so voll heiß auch vom Radfahren. Und jetzt sitzen wir hier einfach voll so im Schatten und da hinten ist so viel mehr Sonne. Und jetzt will ich wieder in die Sonne. Warum? Ne? Hans freut sich. Warum? Warum? Weil die kalt ist. Ziehen wir auf jeden Fall mal kurz um. Naja, so weit ist jetzt auch nicht. So viel muss man eh nicht tragen hier. Ja, aber das hat man so. Aber ich trage natürlich nichts. Ich bin nur fürs Film zuständig. Ich mache hier gar nichts. Ich brauche Hilfe jetzt. Ja, los geht's. Irgendwie ist es ein bisschen kalt jetzt geworden. Also wir sind jetzt ja auch schon in der Sonne, aber irgendwie ist es halt auch einfach nicht so warm heute. Deswegen sitze ich so da. Ich weiß, sieht ein bisschen eigenartig aus. Oh, ist das Blutorange? Mhm. I want some. Warum hast du die nicht geschnitten? Warum sieht die so aus? Boah. Ich hab gar keinen Bock. Ich will doch keine. Ich will Apfel. Du hast sogar das Gehäuse diesmal weggemacht vom Apfel, oder? Ja, nee. Hans schneidet nämlich immer so Apfel, dass er irgendwie den ganzen Apfel verwendet. Ja. Und ich schneide immer das Gehäuse raus, weil ich das irgendwie voll eklig finde zu essen. So. Ich weiß nicht, ich mache das schon immer so. Wir spielen jetzt auf jeden Fall Abluchsen. Das ist übel das nice Spiel. Also ich liebe es. Wie? Also wir machen Essen nach, wir kochen nicht. Ja, auf jeden Fall, Hans hat mir gerade erzählt, dass wir jetzt Essen machen. Und ich liebe Essen. Like, look at me. Und richtig nice auf jeden Fall. Freue ich mich voll drauf. Boah, ich sehe so eklig aus, wenn ich einen Zopf habe. Und ja, habe ich richtig Bock drauf. Ich dachte die ganze Zeit so, dass wir irgendwas Sportliches machen. Weil er hat die ganze Zeit gesagt, dass ich so, also, dass es sein kann, dass ich dabei schmitze oder so. Ja, richtig verstörend. Wir essen jetzt halt noch was.
Hä, so das Essen ist jetzt nicht so geiles so. Doch. So. Ja, okay. Das ist halt was Kleines nebenbei. Okay, aber habe ich auf jeden Fall trotzdem Bock drauf. Das ist jetzt gedacht. Food, I want some food, I want some food, I love food, I love food. Freue ich mich auf jeden Fall voll drauf. Okay, auf jeden Fall gehen wir jetzt das Essen machen. Keine Ahnung, wir kochen nicht, sondern wir machen es nur, meinte Hans. Aber ich weiß nicht, was wir machen. Machen wir was Kaltes oder was Warmes? Was Warmes. Wir machen auch noch was Warmes. Ja, I love food. I love it. I just love it. Ja, ja, sag's mir halt jetzt mal irgendwie. Boah, Alter. Ich, war, so ein krank ich dachte Scheiße. Halt, irgendwie machen wir was Deftiges und nichts Süßes jetzt. Das ist deftig. Zeig mal, gib mal. Also wir machen jetzt das hier. Hä, kann ich es mir auch deftig machen? Wie? Ja, so. Also halt nicht süß genau. Belegen, so weißt du, wie ich meine? Ja, mit so Käsewurzeln. Käsewurzeln? Ja, hä? Ja, weiß nicht. Oh, ich habe ja voll das Make-up hier irgendwie in meinem Auge kleben. So sieht das Ganze jetzt fertig aus. Richtig lecker. Falls ihr wissen wollt, wie genau ich das jetzt gemacht habe, dann schaut auf jeden Fall mal mein Food Diary an. Das verlinke ich euch am Ende. Und ja, ist auf jeden Fall richtig lecker und herzhaft. Ja, sag's mir. Muss ich raten? Ich weiß nicht. Ich sag dir die Wörter dazu. Okay. Was macht man, wenn man in den Club geht? Wir tanzen? Mhm. Echt? Was macht man, wenn man sich irgendwo anmeldet, um da was zu lernen? Kurs. Ja. Machen wir zusammen. Machen wir jetzt einen Tanzkurs? Ja. Heavy. Ja. Wir machen jetzt einen Tanzkurs. Wie jetzt? Ja, über YouTube. Wir machen einen Tanzkurs. Wir sind nicht scharf, aber ist mir egal. Ich bin trotzdem scharf. Ja. Das ist ein was man nicht hier. Ja. Okay, komm mal jetzt. Soll ich jetzt sein? Ja, mach. Ah. Oh, das sind so Butterflies drauf. Können wir die essen? Ja. Ja, die sind nicht. Oha, voll die krasse Torte. Gut, alles gut. Mein das da hinten, das Ding. Ich kann Oh mein Gott, wie heftig ist das bitte. Das haben wir gerade mit meinem Milchschäumer, den Hans mir geschenkt hat, gerade eben. Gemacht. Sieht ja richtig fancy aus. Arr. Hey Leute, heute ist mein Geburtstag und ich bin jetzt endlich 18. Und ich dachte mir so, ich zeige euch einfach mal die ganzen Sachen, die ich bekommen habe. Also erstmal habe ich hier richtig süße Blumen bekommen. Die sind richtig schön. Das sind so Gerbera und Rosen. Und das sind genau 18 Stück, so weil ich ja jetzt 18 bin. Dann als nächstes habe ich hier, das erkennt man auf den ersten Blick nicht, aber das ist auf jeden Fall so ein Milchaufschäumer. Genau, und das hat so zwei Aufsätze. Richtig nice auf jeden Fall. Also man kann es zum Beispiel halt für so Kaffee oder auch für meinen Matcha oder so kann ich das voll gut gebrauchen. Dann außerdem habe ich hier so Puffreis bekommen und ich liebe Puffreis. Das ist so, so geil. Und außerdem habe ich noch so ein Whiteboard bekommen. Finde ich richtig praktisch, weil das kann man dann auch, kann ich auch so für so To-Do-Listen oder meine Videos oder irgendwie sowas benutzen. Finde ich richtig süß. Da habe ich schon drauf gemalt. Dann habe ich hier noch so, das sind so Masken.
Also so verschiedene. Einmal für die T-Zone, dann I-Zone und Cheek-Zone. Dann habe ich hier noch so Sachen, halt so Post-its und sowas bekommen. Kann ich gut für die Schule benutzen. Dann habe ich noch so eine richtig süße Karte bekommen. Und meine Eltern haben mir für morgen so einmal so Kletterpark quasi geschenkt. Also halt da so ein Besuch. Und richtig lustig, die haben da einfach so Hans und mein Gesicht reingefotoshoppt. Aber sehr nice, weil ich mache sowas übel gerne. Ich habe dann auch noch so ein Black-Party-Spiel bekommen. Ist richtig nice. Ich mag dieses Spiel generell voll. Also wir haben schon mehrere von denen gespielt. Und ja, ich mag das voll. Das machen wir heute Abend dann auch. Richtig nice. Außerdem habe ich so eine Nagelfeile bekommen. Ich finde, die kann man immer gebrauchen. Vor allem so diese 7 Steps. Die finde ich irgendwie voll gut. Und dann habe ich noch Schokolade bekommen. Richtig nice. Das habe ich noch ganz vergessen zu zeigen gerade eben. Ich habe hier noch so ein Sushi-Kit bekommen. Richtig nice. Erstmal so ein Messer, das ist übel scharf. Deswegen hole ich es nicht raus, weil ich habe Angst vor scharfen. Oh, Messern. Dann als nächstes, ich glaube, damit macht man den Reis oder so rein. Weiß noch nicht genau. Aber ja. Und dann waren da noch so Löffel dabei. Auch richtig praktisch. Und die Stäbchen, finde ich, sehen auch richtig edel irgendwie aus. Richtig nice. Die sind so richtig matt und schwarz. Irgendwie sieht es jetzt nicht so geil aus, wie sie eigentlich aussehen. Und dann waren da auf jeden Fall noch diese Dinger da, mit denen man es einrollt. Keine Ahnung, wie man es nennt. Und noch so ein Säckchen, wo ich alles reinmachen kann. Aber generell sah es irgendwie voll hochwertig aus. Voll nice. Von meinen Eltern noch so 18er Luftballons bekommen. Ja, und die sind einfach pink. Ich habe die noch nicht ausgepackt, aber das ist auf jeden Fall so eine Langhantel. Und da freue ich mich schon richtig drauf, mit ihr zu trainieren. Also Gewichte waren da jetzt nicht dabei, aber ich habe auch Gewichte, die ich da drauf machen kann. Aber richtig nice, weil irgendwie, keine Ahnung, wollte ich schon die ganze Zeit so mehr mit Gewichten machen. Voll heftig, es hat hier einfach so verschiedene Stufen, wo man einstellen kann und je nachdem macht es diese Vibration so stärker. Und ich kann es nicht direkt ausmachen, ne? Ich will es hoch machen. Eigentlich reicht es schon, das muss nur kurz machen, weil es voll stark ist. Jetzt mache ich mir nicht rein. Wir machen jetzt so einen Hugo selbst, haben wir uns überlegt. Und wir haben jetzt auf jeden Fall so Holunderblütensirup, Minzblätter und so einen Sektor. Und wir zeigen euch jetzt mal, wie wir das machen. Weil wir haben so eine richtig geile, so eine Karaffe. Eine Karaffe ist auch noch dazu, oder? Ja. So eine Karaffe haben wir dazu da. Richtig nice. Da machen wir jetzt alles rein. Und dann sieht es auch so richtig extra aus. Aha, es ist gar nicht mehr so krass viel. Man hat schon mal hier so Minze rein. Wir haben hier noch so eine kleine Flasche, die wir jetzt noch dazu machen, weil es war nicht so viel. Wir haben auch unten noch, aber also im Keller, aber vielleicht reicht es uns auch. Mal schauen. Jetzt machen wir hier so Holunderblütensirup rein. Ich würde erstmal nicht so viel reinmachen. Rühr mal um, also. So, jetzt zeigt der ehemalige Barkeeper uns mal, wie man das macht. Nur zum Probieren, ja. Mhm, zum Probieren. Süß aromatisch. Hä, man schmeckt den Holunderblütensirup fast gar nicht. Ja. Und wir haben da auch voll wenig rein, glaube ich. Und? Ja, okay. Lass mich mal probieren. Kann ich auch füllen. Ja, schmeckst du jetzt irgendeinen Unterschied? Ja. Wir haben jetzt gerade auf jeden Fall ein Video gedreht. Und ich bin auch schon dezent drunk, weil wir haben hier die ganze Zeit alt gehabt. Sekt. Weil 18 wird man nur einmal, ne? Und Champagner. Ja. Und ich habe hier richtig schöne Blumen auf jeden Fall geschenkt bekommen von meiner Badtante. Und ich habe hier auch noch so süße Geschenke bekommen. Und das hier packe ich mal mit euch aus. Ich weiß gar nicht, was da drunter ist. Also irgendwie habe ich gar keine Ahnung. So, keine Ahnung. Hä, ich glaube, das ist da runtergegangen. Ah, oh. Sieht voll schön aus. Hä, ich will es mal anziehen so.
I don't know, ob das ein Armband so normal ist. Okay, kannst du ausprobieren. Also. Warte, ich will es mal an meinen Fuß anziehen. Vielleicht passt es. Erstmal geil, jeder sieht meinen Fuß. Fußfetischisten, guckt her. Spaß. Ja, aber du hast deine Socken ja noch an. Ja. Hä, es kann halt echt sein, dass ein Fußband ist, ne? Ich finde Fußbänder geil. Kannst du mir hier schenken? Doch, als Fußband fände ich es eigentlich ganz nice. Also dann ist es nur ein bisschen zu groß, so leicht irgendwie. Ja, für Sommer, ja, es kommt ja der Sommer. Ja, für den Sommer finde ich es eigentlich voll nice, so als Fußband. Kann ich es mir schon gut vorstellen. Ich habe mich mal voll übertrieben, das ist wunderschön. Felt this way, 'cause I want to come back and find my way, and I have to run and run away. I'll finally choose, yeah. 'Cause if it's right, I'm not gonna understand and take. Now I'm disappearing back and forth. This ain't the time for you. Danke, deine Brille ausziehen kann. Dreh dich mal. Wollen ja alle deinen Kurven sehen. Guten Morgen, Leute. Ich sehe immer noch übelst fertig aus irgendwie. Ich bin auch voll verschlafen und ich habe gestern einiges getrunken. Und ja, ich habe mich gestern auch gar nicht mehr gemeldet. Also wir waren halt morgens im Kletterpark. Und ja, also halt eher so mittags, nachmittags, aber so von morgens, also da sind wir halt losgefahren so. Und ja, genau, deswegen hatte ich da gar nicht so Zeit, mich zu melden. Und abends haben wir dann dieses Gruseldinner-Spiel da gespielt. Voll cool. Heute hat Hans so geplant, dass wir so Wii spielen. Und wir haben gerade eben schon dieses Rennen gemacht und jetzt machen wir einfach Just Dance. Und Just Dance ist so nice. Weißt du nicht? Mhm. Geh mal rüber. Nee. Wir machen erstmal One Direction. Also wir haben gerade so ein Sweat-Ding von Let's Dance gemacht. Das war richtig anstrengend, gell? Das ging so 20 Minuten, glaub. War richtig anstrengend auf jeden Fall. Ich schwitze irgendwie überall voll jetzt. Voll süß für heute Abend, hat Hans so geplant. Weil vorhin haben wir schon so Yoga gemacht. Und eigentlich wollten wir eine Radtour machen. Aber die haben wir schon davor diese Woche gemacht. Deswegen haben wir heute nur so einen Spaziergang gemacht. Aber ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt in die Sauna. Richtig nice.